sofort melden sich die Fans von Boris Becker hier in der Halle, wollen ihren Liebling aufbauen. Ja, war gut. Da sieht man wieder bei diesen stark überrissenen Bällen, diesen tropfenden Bällen. Man meint, die fliegen meterweit ins Aus und dann tropfen sie noch ins Feld hinunter. Momentan makelloses Spiel von Key Central für 3-0. Nächster Versuch von Boris Becker. Ein erfolgreiches Aufschlagspiel hinzubekommen. Quote des ersten muss besser werden, liegt momentan bei 25%. Hinter dem Körper getroffen, konnte nicht gut gehen. Zweite Rückhand-Volley-Fehler von Boris Becker, der vermeidbar war, absolut. Körper da ein bisschen rein, unruhig, ohne Kontrolle, ohne Gleichgewicht. Nächsten Break schaffen. Was hätte ihm Samples den Punkt da noch geklaut? Doch gute Reaktion, aber war zu schwer.
Ja, diese Longline-Schüsse waren es gestern, die Wayne Ferreira verzweifeln ließen. Vornehmlich von der Rückhandseite gespielt von Boris Becker. Becker hat wirklich Pech. Und viele seiner Aufschläge möglicherweise nur ganz knapp daneben. Und den hat Boris gut gesehen. Aber Paulo Pereira, der Mann da oben auf dem Stuhl, müsste es eigentlich beobachtet haben. Sagt zweiter Aufschlag. Jetzt passt er auch die Sampras erstmal. Und Becker kommt zum ersten Spielgewinn. Schöne Zeit durch die Studie, die uns die Kollegen vom französischen Fernsehen da anbieten.